Keine Frage, die heutigen Daten zur Inflation in den USA waren für die Aktienmärkte ein Schock. Man hatte gehofft, spekuliert, ist davon ausgegangen, die Inflation wird niedriger ausfallen, vor allem wegen der zuletzt doch so deutlich gefallenen Energiepreise. Aber Pustekuchen, es hat sich das durchgesetzt, was man in den USA als Sticky Inflation bezeichnet, also die klebrige, die so ein bisschen langwierig ist, die sich nicht so schnell verändert, die dauerhaft ist. Und genau diese Komponenten waren es, die die heutigen Zahlen so stark nach oben getrieben haben. Und einmal mehr haben sich die Aktienmärkte als nicht besonders treffsicher erwiesen, was ihre Prognosefähigkeit zumindest im kurzen Zeitfenster angeht, denn die Anleihenmärkte haben diese Story der Aktienmärkte, die ja diese Rallye von 4 Tagen, die wir zuletzt gesehen haben, von Anfang an nicht mitgespielt. Die Renditen sind nicht gefallen. Jetzt sehen wir das in Reaktion auf die heutigen Inflationsdaten, die Renditen noch deutlich weiter gestiegen sind. Und das ist schon eine ziemlich blöde Mischung. Jetzt ist es wahrscheinlich oder zumindest wahrscheinlicher, deutlich wahrscheinlicher geworden, dass wir jetzt die Tiefs, die wir aus dem Juni gesehen haben, antesten, möglicherweise sogar unterbieten. Denn zumindest bis nächste Woche, da ist ja am nächsten Mittwoch die FED-Sitzung, da ist die sogenannte Blackout Period der Fed. Das heißt, die Fed-Mitglieder können und dürfen sich jetzt vor der Fed-Sitzung nicht mehr äußern. Da gibt es also keine möglichen Streicheleinheiten mehr jetzt durch Fed-Mitglieder, die sagen, naja, okay, ist nur ja eine Zahl, aber letztendlich haben sich die Aktienmärkte so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie jetzt doch ziemlich deutlich aus dem Fenster geknallt sind, und dann kann der Aufprall natürlich hart werden. Schauen wir uns die Daten mal an. Nicht nur, dass die Inflation im Vergleich zum Vormonat nicht zurückgegangen, sondern sogar leicht gestiegen ist. Statt minus 0,1 erwartet plus 0,1. Dann die Zahl für den Vormonatsvergleich plus 8,3% zum Vormonat hier war, Vorjahresmonat hier war die Schätzung 8,1%, aber noch wichtiger eigentlich ist das, was wir hier bei sogenannten Core Inflation sehen, nämlich zum Vormonat hier im August plus 0,6%, erwartet 0,3%, also eine Riesenabweichung, zumal die Kerninflation normalerweise nicht so volatil ist. Wenn wir also eine so deutliche Abweichung haben, ich kann mich nicht erinnern, dass die Kerninflation mal so deutlich nach oben abgewichen wäre, wie jetzt bei diesen Zahlen, auch zum Vorjahresmonat plus 6,3%. Und das ist sozusagen die ganz, ganz schlechte Nachricht für die Märkte, denn die Fed achtet sehr stark auf diese Kerninflation, auf diese Sticky Inflation, und es könnte jetzt so sein, dass wir das 8. Mal in diesem Jahr einen Fall des S&P 500 von minus 3% sehen, während wir nur einmal einen Handelstag hatten, als der S&P 500 plus 3% gestiegen war. Schauen wir uns den Grund für die Rallye an zuvor. Es sind vor allem, und das ist mental und psychologisch gar nicht zu überschätzen, die gefallenen Benzinpreise in den USA, die irgendwie so diese These untermauern schien, ja, ist doch alles gut, entspannt euch doch mal, zumal, wenn man diese Benzinpreise mal über den sogenannten Inflation Surprise Index legt, dann gibt es da eine sehr, sehr große Korrelation, einen Zusammenhang, aber diesmal eben nicht. Und der Grund ist relativ einfach. Energie ist zwar ein wichtiger Faktor bei der Inflationsberechnung, aber es gibt andere, die sind noch deutlich stärker gewichtet als eben die Energie, zum Beispiel Rent, Miete. Und das ist das, was ja für viele Menschen natürlich ein absolut zentraler Kostenblock ist, der größte Kostenblock, den man in der Regel im Monat hat. Und hier sehen wir etwa überhaupt keine Anzeichen für eine Abkühlung. Die Kurve geht hier absolut steil nach oben, und die sogenannte Owner's Equivalent Rent, Sie erinnern sich vielleicht, ich habe immer wieder über diese Owner's Equivalent Rent gesprochen. Das ist praktisch, wenn du ein Haus hast oder eine Wohnung hast, aber jetzt die überlegst, ich habe die gar nicht, sondern ich würde die vermieten. Ja, was würde ich dafür nehmen? Haben Sie es verstanden? Ich nicht, aber Sie auch nicht, aber das macht nichts, gell? Müssen wir nicht verstehen. Also ist ein theoretisches Konstrukt, um eben die Anstiege der Immobilienpreise erfassen zu können, ein Stück weit. Die Europäer verzichten ganz darauf. Sonst hätten wir hier noch eine ganz andere Inflation gehabt in letzter Zeit, gell? Aber das macht man halt nicht. Jedenfalls sehen wir, dass hier dieser Anstieg der Owner's Equivalent Rent so stark war wie seit 1990 nicht mehr. Und Shelter und Owner's Equivalent Rent macht alleine ein Drittel der kompletten Inflationsberechnung aus. Und bums, schon habe ich die Überraschung nach oben. Hier sehen wir mal die Kernrate.
Saftiger Anstieg, Shelter Inflation 6,24% zum Vorjahresmonat. Das war das, was die Sache getrieben hat. Und hier schauen wir mal nochmal die Prognosen an, die wir vor den heutigen Daten hatten in Sachen Inflation von den US-Banken. Eine einzige, die ganz oben, BMO, hat es richtig getroffen mit 8,3%, Morgan Stanley mit 7,9%, Credit Suisse, Wells Fargo und so weiter, die waren doch relativ weit daneben. Und jetzt ist das Thema eigentlich, dass diese Daten zur Miete, zur Shelter, zu Owner's Equivalent Rent, dass die eigentlich verzögert sind. Die sind ein nachlaufender Indikator, könnte man sagen, wie Alf das auch hier tut. Aber die Fed weiß das sicherlich, aber dennoch, es ändert nichts an ihrem Verhalten. Sie muss sozusagen jetzt komplett weiter dagegen steuern. Also faktisch waren die Inflationsdaten heute so hoch, weil wir mehr oder weniger aus bestimmten Bereichen Daten aus der Vergangenheit bekommen haben, denn die hinken hinterher, beruhen teilweise auf Umfragen, wo dann immer nur ein Teil der Leute befragt wird. Bei der nächsten Umfrage wird dann ein weiterer Teil befragt, etc., etc., sodass das einfach hinterherhinkt, teilweise bis zu einem Jahr. Aber sei es drum, das ist eben das, was jetzt hier passiert ist. Und das macht die Sache so schwierig, auch wenn wir hier mal die einzelnen Komponenten anschauen. Food wieder sehr, sehr stark gestiegen mit 0,8% zum Vormonat, 11,4% zum Vorjahresmonat. Und dann eben hier Shelter 0,7, Transportation Services 0,5 und vor allem Medical Care Services, also alles, was mit medizinischen Dienstleistungen zu tun hat, plus 0,8%. Das waren die Treiber. Wir haben jetzt Rückgänge bei Energie zum Beispiel, Energy Commodities minus 10%, Gasoline minus 10,6%, aber es hat nichts geholfen. Und das ist das, was die Märkte falsch eingeschätzt haben, dass wir praktisch einen, wie soll man sagen, einen permanenten Trieb in Sachen Inflation haben, durch diese Sticky Inflation, durch diese Komponenten, die eben teilweise verzögert reinkommen. Und da helfen dann eben auch die Energiepreise nichts. Das ist das Thema. Interessant in diesem Zusammenhang auch was, und das ist ja das, was die Märkte interessiert, was macht die Fed mit diesen ganzen Daten? Hier sehen wir mal eine Analyse der Deutschen Bank, die verschiedene Inflationszyklen miteinander verglichen hat, 72 bis 75, 80 bis 87 und jetzt eben diese Inflation seit April 2020. Und wir sehen, der Anteil von Demand ist jetzt so hoch wie noch nie, wie in anderen Inflationsperioden er nie gewesen ist. Das heißt, die Nachfrage ist es, die den größten Teil hier ausmacht oder die zumindest einen größeren Teil auf das ausmacht, was die Inflation nach oben treibt. Und das ist für die Notenbank eigentlich eine gute Nachricht, weil auf das Angebot hat sie letztendlich keine Wirkmächtigkeit, aber sie kann die Nachfrage senken. Und wie macht sie das? Indem sie die Aktienpreise runterbringt, die Immobilienpreise runterbringt, etc., etc., Geld teurer macht. Und das senkt die Nachfrage und damit hast du ein Steuerungsinstrument als Notenbank und das kannst du auch anwenden. Aber das tut natürlich den Märkten weh, das tut den Haushalten weh. Und das ist etwas, was viele nicht gerne sehen, aber eben wohl nicht mehr anders geht, nachdem man zu lange gepennt hat zuvor. Und hier eine sehr, sehr gute Analyse, die zeigt auch, by the way, dass selbst wenn jetzt die Inflation heute deutlich niedriger gewesen wäre, die Fed hätte wahrscheinlich ihren Kurs überhaupt nicht geändert. Insofern war diese Hoffnung, auf der diese Rallye basierte, auch eigentlich für die Katz, wenn man es mal genauer analysiert. Jetzt schießen natürlich wieder die Zinserwartungen ins Kraut. Inzwischen, das ändert sich jetzt minütlich teilweise, war die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächste Woche, nächsten Mittwoch, dann einen 100 Basispunkte Schritt sehen von der Fed, also eine Anhebung um 1%, sogar bei 30%, dass überhaupt die Fed nur noch 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent anhebt, da ist die Wahrscheinlichkeit inzwischen 0. 75 ist sowieso schon gebacken. Vielleicht werden es mehr, sagen sich jetzt die Märkte. Die Rate Hike Expectations gehen dementsprechend nach oben. Dann auch der November, also die nächste Sitzung dann der Fed. 50% Chance, nochmal ein großer Schritt von 75 Basispunkten. Vielleicht ein bisschen viel jetzt gleich auf die Trommel gehauen aus meiner Sicht. Aber sei es drum, wir sehen aber auf jeden Fall die Reaktion der Märkte. Die Aktienmärkte unter Druck, die Renditen für Staatsanleihen nach oben, hier etwa die zweijährige Staatsanleihenrendite, die sehr intensiv auf die Zinsanhebungserwartungen der nächsten Fed-Sitzungen reagiert. Jetzt so hoch wie noch nie im Jahr 2022. Wir sehen die zehnjährige nach oben, alles nach oben. Und das, obwohl eigentlich im Vorfeld heute der heutigen Inflationsdaten
die Umfrage der Bank of America rumgereicht wurde. Super bearische Stimmung, all-time low bei der Positioning in Stocks, also keiner ist irgendwie am Aktienmarkt dabei, Risikoappetit ganz, ganz unten, eigentlich ein super Kontraindikator, würde man sich denken, wenn man diese Zahlen sieht. Alle sind im Dollar long, most crowded trade, das sehen wir hier. Asset Allocation to Stocks at all-time low, also so niedrig wie never ever before. Cash Allocation at record overweight, alle in Cash. Aber die Daten sind vielleicht auch schon ein paar Tage her. Da ist diese Rallye, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, nicht wirklich drin. Hier wird das nochmal bestätigt. Equity Exposure ganz, ganz unten. Egal was, wann würde die Fed umsteuern? Ja, wenn die Inflation runtergeht, das ist die häufigste Antwort. Aber dafür gibt es bisher eben noch nicht die Indikation. Und die Aktienmärkte reagieren entsprechend verschnupft. Ich hatte heute Morgen diesen Chart des Nasdaq 100 von Capital.com gezeigt und da diese Widerstandszone eingemalt. Und bums, er ist nochmal kurz mit so einem Doch drüber. Und dann der etwas unsanfte Aufprall auf die Realität. Und das gilt auch für die deutsche Wirtschaft. Hier sehen wir ZDW-Index, so schwach wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das ist auch nicht gerade das beste Zeichen. Wir sind jetzt sogar teilweise schlechter als in der Corona-Krise, was die Stimmung betrifft. Nur in der Finanzkrise war es noch schlechter. Hier der Chef des BDI hat gesagt, er erwartet eine massive Rezession in Deutschland. Und jetzt ist die EZB natürlich durch diese Inflationszahlen und die wahrscheinliche Reaktion der Fed dann auf diese Inflationszahlen noch mehr unter Druck. Die wollte sehr lange ja nur spielen, jetzt muss sie der Fed permanent hinterherhecheln, auch wenn es eben dann die Wirtschaft in Deutschland und anderen Ländern der Eurozone noch weiter in die Malaise bringt, weil eben hier die Inflation aufgrund der Energiekrise wahrscheinlich noch deutlich höher sein wird in nächster Zeit. 11%, so IFO für Anfang 32. Also es ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hoch, dass da auch jetzt nochmal dicke Zinsschritte kommen. 75 Basispunkte Zinsschritte, das ist natürlich der Hammer. Und wir sehen, diese Energiekrise, die kostet immer mehr Geld. Jetzt mit die Bundesregierung will jetzt 67 Milliarden Euro in Energieunternehmen als Hilfspaket stecken. Immerhin die Deutschen, oben sehen Sie es, die Debt-to-GDP-Ratios, können sich das vielleicht noch so einigermaßen leisten, im Gegensatz zu anderen. Aber wir haben schon eine Dimension jetzt dieser Krise, und das gilt jetzt auch für Stadtwerke, die in großen Zahlungsschwierigkeiten sind, wo jemand von den Stadtwerken sagte, das ist eine Dimension wie die Lehman Brothers Pleite, das könnte eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Und rechts sehen wir mal die Grafik Germany Economic Policy Uncertainty Index, also die politische Unsicherheit, die Volatilität, wie ist die Stabilität der politischen Lage in Deutschland, und die war noch nie so instabil wie heute. Viele fürchten ja einen sogenannten Wutwinter, wenn die Leute dann ihre Rechnungen bekommen, wenn dann klar ist, bobs, da geht ja mehr drauf vielleicht sogar, als ich überhaupt verdiene. Jeder Zweite muss sein ganzes Monatsgehalt ausgeben, um die laufenden Kosten zu decken. Das heißt, eine Hälfte der Leute macht Minus, die machen Miese pro Monat. Und das ist natürlich ein Zustand, der kaum tragbar ist. Kommt jetzt Erleichterung durch die EU. EU erwägt einen Strompreisdeckel von 180 bis 200 Euro bei erneuerbaren und Atomstrom. Allerdings konnte man sich nicht offenkundig auf einen Gaspreisdeckel einigen. So viel zur Solidarität, wie hier jemand twittert. Ich werde in diesen Artikel mal verlinken, denn das ist ja für uns alle extrem wichtig, was hier an Maßnahmen seitens der EU getroffen wird. Ebenso das, was morgen die Verkündung von Ursula von der Leyen, State of the Union, dann beinhalten wird, nämlich auch in Sachen Gaspreis. Das wird extrem wichtig. Zweiter Artikel, den ich Ihnen verlinke. Und jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viele Schmerzen erlitten heute an diesem Tag mit Long-Positionen. Vorsicht ist, denke ich, jetzt angesagt. Ich sage Servus und Ciao.